Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir werden mal mit unserem KSY, unseren Käse, ne? Maximum mal eine Runde fahren, und zwar auf Autodrive, den Feldrandkurs einfahren, damit wir hier mal klarkommen. Dazu werden wir hier ganz kurz den Jungen mal aktivieren und dann fahren wir hier mal eine Runde ins Feld. Und dann werden wir gleich den Kurs anschließen, unseren Hauptkurs. Und dann sollte der Abfahren mit Autodrive auch funktionieren. Hoffe ich jedenfalls. Ich probiere es mal wieder. Im Dunkeln ist ein bisschen blöd, aber Bauer fängt dann früh an. Ne? Hätte auch eine Stunde noch schlafen können, Trottel. Das ist sowieso blöd, ne? Kurz schlafen ist scheiße, schlecht. Aber der Bauer muss früh anfangen, sonst wird die Erde nichts. Aktuell ist es noch zu nass, also zu feucht. Wetter mehr zum Glück noch Sonne an den ganzen Tag. Ich hoffe, wenn die Sonne näher rauskommt, dass sie auch trocken wird. Ein bisschen Zeit haben wir noch vom Wetter her, also vom Tag her. Ich sehe gleich ein Ende. Ja, dann wollen wir hier mal auf Feld 60 ernten. Und Feld Nummer 12, die Sonnenblumen. Und Feld Nummer 41 ist sogar drauf. Erträge, die wir heute noch theoretisch verkaufen können. Ne? Also im Tag heute, nicht jetzt. Wir mal ernten. Global Markt, die haben meist ganz gute Preise. Irgendeiner kauft auch immer. Keine Ahnung mit was. Ich denke, viele, die Produktion haben, brauchen immer wieder Rohstoffe und meist zu wenig und die kaufen dazu ein. Man scheint die Qualität zu passen. Keine Abbrüche. Ja, wenn man zu viel will, dann muss man halt. Ne? Ist scheiße. Schlecht. Und dann nicht klappt. So, Ende vom Feld. Jo. Ja, der Herbst ist da, ne? Man sieht's. Bäume sind schon leicht verfärbt. Wir müssen sehen, dass wir die Ernte reinkriegen heute. Mit morgen wird ja wieder Regen, glaube ich. Oder heute Abend schon. Muss ein bisschen Gas geben, ne? Wir müssen sehen, dass wir die Tiere noch versorgt kriegen. Beziehungsweise sauber gemacht. Also sauber muss ich auf jeden Fall. So. Dann kann ich die einen Punkt hier wieder öffnen. Dann haben wir den richtigen Kurs. So. Muss ich schauen, der Kurs links geht nach geradeaus. Dann müssen wir sehen, dass wir von hier ungefähr. Ne, müssen wir eigentlich nicht normalerweise. Aber wir können. Ja. Ne, das nicht. Das. Wir können anfließen, nochmal so. Ich glaube, das ist für Abfahren nicht notwendig, aber ich mache das mal trotzdem. Man weiß ja gar nicht. Da kommen noch Änderungen, ne? So. Das wäre immer der Kurs vom Feld runter, immer noch ein Feld. Kurs vom Feld rauf machen. Wir kommen ja vom. Ja, da unten, ne? Ich muss so fahren. Wir müssen nur sehen, dass wir das ein bisschen weiter zurückfahren. Das macht es deutlich besser. Ein bisschen den Punkt fürs Feld am Feldrand machen würden. Ne?
Bin ich auf dem Feld. So ungefähr. Kann man den Drescher ein bisschen wecken normalerweise. Dann können wir genau dahin gehen, ne? Und dahin fahren. Und dann hier so am Rand stehen bleiben. Dann die Fahrzeuge am Feldrand parken. Ne? Das ist ja auch wichtig. Im Prinzip her ist das nicht so tragisch, aber wie gesagt, rein optisch gesehen ist es immer schöner, wenn die Fahrzeuge nicht in der Frucht stehen. Ne? Gerade bei der Ernte und so. Das ist schon mal schon nicht schlecht. Das heißt, zurück. Hoffentlich ist der Pfeil in die Richtung geht. Ja, passt schon mal so. Dann fahren wir hier so nebenan. Dann parken die alle rechts. Dann machen wir hier den Punkt. Feld 60. Bestellen. Und dann schließen wir den Kurs hier am Feld Randkurs ein. Früher war der Feldrandkurs blau, weiß aber heute nicht, ob es heute auch noch so einen blauen Kurs gibt, oder man es einstellen könnte, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ist auch nicht so tragisch. Und dann schickt man den mal zurück zum Hof 3. Gut. Hätten wir auch selbst fahren können. Aber nur egal, ne? Dann fahren wir auch noch nicht mit. So, der fährt nun hier, ich glaube hier lang, glaube ich. Der ist bei der Aussaat bei, das ist gut. Der ist bereit. Das wird den nächsten Traktor nehmen. Kuh. Den nächsten Traktor für Feld Nummer. Da hätten wir auch ein Feldbus fahren können, ne? Gut, genau. Ich muss ganz kurz Licht machen. Blinde hier. Ich glaube, neben den roten ist noch Platz. Der John Deere müsste eigentlich noch die Ladung auskippen. Ja, da muss ich noch die Ballen einlagern. Ich hatte ja, ne, ganz klug Krone zurückgegeben, und da stand sogar vier Ballen. Also die Krone hat im Prinzip vier Ballen in sich gehabt. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Aber hier sind so ein Dach und Fach, hatten wir schon. Wir wollen Licht machen hier. Wir werden zur Not irgendwann mal die Mitten Radlader oder ähnliches zum Kühlen oder zur Futter im Mischung fahren. Das fahren wir Richtung Feld Nummer 21. Oh, der hat ein blaues Licht. Jo, dunkel ist es hier. Wir haben auf 5 gehen. Das fällt mir gerade mal so ein. Hier sind gerade Stroh, das muss noch irgendwie verstaubt werden, aber über die Außen, die außen rumliegen, die müssen wir zuerst verarbeiten. So, gucken mal die Karte. Na, kommt keiner uns gegen, ne? Zurzeit nicht. Wir fahren jetzt zu Feld Nummer 21, Abfahrer für Soja. Und wir mal schauen, dass wir dann ja auch einen Feldrandkurs eingefahren bekommen, wenn Soja geerntet ist, also die erste Runde gemacht, wurde. Ne? Das ist ja jetzt so gesehen, ist aber auch dunkel hier. Gehen wir auf 15.
ich mache hier auf kurz auf maximale Geschwindigkeit. Möge die Sonne aufgehen, ne? Gut, das ist Herbst, ne? Wird lange dunkel. Können wir bis früh um 8, 9 schlafen bald hier. Ah, Sonne geht auf. 7:30. So, können wir wieder runter auf 1 gehen. So, das ist hell geworden. Jetzt fahren wir gleich mal so wie er fällt. Ist immer noch feucht. Gut, das wird auch nicht so schnell trocken werden. Ich denke mal jetzt nachher, wenn das bisschen nachher. Ja. Der Wind zunimmt ein bisschen und dann wird es vielleicht auch trocken werden. Können wir das nächste Feld auch noch aussehen? Die muss auch gefüllt sein. Ich hoffe nur Saatgut und kein Dünger. Dann Saatgut hat zu stehen. Da sind wir. Wo ist er? Gehen wir auf Sprint. Wo bist du? Denn wir haben noch Saatgut vorhanden zur Verfügung. Das hatten wir mal ausgeleert gehabt bei der anderen Maschine. Oh. Oh. Es gibt ja so einen Saatgutberechner. Wir nehmen mal Saatgut auf und werden trotzdem zum Hof fahren und Dünger holen. Das ist nämlich sowieso. Wird es nicht reichen. Leider. Hätte ein Mod nicht passiert, dann wäre nämlich größer Tank gewesen. Muss ich doch mal wieder bei Holger runterladen. Oder beziehungsweise vom Mod-Hoster. Wenn sowieso Seemaschinen kommen, Multifrucht, dann muss man so überlegen. Aber den Dünger müssen wir, Quatsch, den Sack müssen wir aufnehmen. So, Weizen. Ein bisschen eng hier vom Trinken hier. Ja, habe ich gestern geschockt. Da hatte ich noch die Aussaat begonnen mit der anderen Maschine. Und dann sehe ich gleich fest, bei der Meldung wurde, kam, es hat sich verkeilt. Blocking. Und dann, naja, konnte ihn ja noch umtauschen, ne? Weil ich ja vorher nicht gekruppert habe. Und das ist natürlich ungünstig. Und geht ruhig auf 5, das ist schon okay. Wir können ja auch morgen noch entsprechend. So. So, das heißt, es muss so nochmal gefahren werden. Also da, da fahren wir gleich. Machen wir weiter hier. Bin ich ganz sicher. Na da doch. Gute Aussaat.
Jetzt scheint die Aufnahme Glück zu haben, zu sein. Ne? Das ist nur so eine Sache. Und mit dem Synchronfehler habe ich auch rausgefunden. Ja, erste Mikro wird nix. So, die Show, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagen wir Tschüss und Ciao, Ciao. Ja, morgen geht's weiter. Tschüss.